Wir sind im Carriage House. Das ist ein kleineres Zimmer als das im anderen Video gezeigte. Ein Studio. Genau, ein Studio heißt das. Das kostet 70, 80 Dollar, wenn man es normal bezahlt, pro Nacht. Wir haben hier eine Badewanne. Hier haben wir einen ordentlichen Schrank. Er ist eher geeignet dafür, dass wenn man jetzt vielleicht ein Wochenende bleibt oder ein paar Tage länger, aber jetzt nicht unbedingt so wie wir 2 Wochen, dann ist der vielleicht ein bisschen klein. Dafür hat man wie im Kondo auch eine kleine Küchenzeile mit allem, was dazu gehört. Wie es halt so ist, das ist halt Timesharing und ein Hotel mit so, naja, 3/4 Service, sagen wir es mal so. Man muss sein Geschirr selber abwaschen. Natürlich wird Mülleimer und so weiter geleert, das ist ja klar. Und die Betten werden auch gemacht, Bad wird geputzt, Handtücher werden ausgewechselt. Man kriegt jeden Tag hier frischen Kaffee mit Zucker und Creamer. Das ist alles ganz anständig. Es gibt hier viele renovierte Apartments. Sag mal so, es reicht aus. Es ist nicht weit weg vom Strip. Hier ist das Marriott und dahinter ist dann der Strip. Entschuldigt bitte, dass es nicht so hundertprozentig aufgeräumt ist, aber es reicht. Es ist halt einfach ein recht günstiges Hotelzimmer. Falls euch das Video gefallen hat, es ist jetzt natürlich nichts Besonderes, dann gebt dem Ganzen bitte einen Daumen hoch und ich würde mich freuen, wenn ihr auch die anderen Videos anschaut von ein paar anderen Suiten, die wir in diesem Jahr gefilmt haben, unter anderem der Skyline Terrace Suite und was jetzt noch kommt, der Aria Corner Suite. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Viel Spaß!